Hallo, ich bin Caroline von Fadenkäfer und wir nähen heute den Schnitt Strickjacke Minna. Wenn euch mein Video gefällt, dann abonniert doch jetzt meinen YouTube-Kanal. Wir fangen mit dem Vorderteil an. Wir brauchen das obere Vorderteil und das untere Vorderteil sowie zwei Taschenbeutel. Lege den Taschenbeutel rechts auf rechts, schöne Stoffseite auf schöne Stoffseite auf die Kante. Wir haben im Vorderteil Knipse. Zeichne dir jeweils auf den Taschenbeutel 1 cm Nahtzugabe an. Die Markierung trifft genau auf den Knips. Wir haben hier einen Knips im Vorderteil und unsere Markierung am Taschenbeutel. Dasselbe machen wir im unteren Teil. Die Markierung im Taschenbeutel trifft auf den Knips im unteren Vorderteil. Nähe den Taschenbeutel mit 1 cm Nahtzugabe nun fest. Ich nutze dazu den Geradstich der Nähmaschine. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Wir haben beide Taschenbeutel jetzt festgenäht. Klappe beide Taschenbeutel auf und lege den unteren Teil auf den oberen Teil. Die Taschenbeutel sollten genau aufeinander treffen. Die Nahtzugabe klappe ich nach unten. Damit es einfacher ist zum Nähen, zeichne ich mir jetzt die Nahtzugabe von 1 cm einmal ringsherum an. Wir nähen nun mit einem Geradstich genau bis zu dem Punkt und nähen dann den Taschenbeutel auch mit 1 cm Nahtzugabe und dem Geradstich ab.
Schneide die Ecken der Taschen bis zur Naht ein. Bügel einmal die Kante. Lege die beiden Vorderteile nun rechts auf das Rückenteil. Stecke dir die Schulternähte und schließe sie anschließend mit einem dehnbaren Stich. Klappe Vorderteile und Rückenteil auf, die rechte Stoffseite zeigt zu dir. Wir nähen jetzt den Ärmel in den Armausschnitt. Lege dazu einen Ärmel rechts auf die Teile. Wir haben im Ärmel einen Knips, dieser trifft genau auf die Schulternaht. Im Vorderteil haben wir zwei Knipse. Auch diese treffen genau aufeinander. Im Rückenteil haben wir einen Knips. Dieser ist auch ein Ärmel. Wir haben den Ärmel nun gleichmäßig in den Armausschnitt gesteckt. Nähe den Ärmel mit einem dehnbaren Stich in den Armausschnitt. Der Ärmel ist jetzt eingenäht. Lege die beiden Vorderteile rechts auf das Rückenteil. Sowie den Ärmel rechts auf beiden Seiten. Wir stecken uns jetzt die Seitennaht. Die Seitennähte sind jetzt gesteckt und werden anschließend mit einem dehnbaren Stich zusammengenäht. Kommen wir zur Kapuze. Lege beide Kapuzenteile rechts. Stecke dir die äußere Kante einmal fest. Nähe sie mit einem dehnbaren Stich zusammen. Die Kapuze ist jetzt fertig. Markiere dir im Rückenteil der Strickjacke die Mitte und stecke die Kapuze rechts an den Halsausschnitt. Dazu lege ich mir erst das Rückenteil vor mich hin und dann die Kapuze. Stecke die Kapuze jetzt gleichmäßig am Halsausschnitt fest. Der Knips in der Kapuze trifft genau auf die Schulternaht. Die Kapuze
Spitze endet genau im Knips im Vorderteil. Nähe die Kapuze nun an. Lege die beiden Streifen vordere Kante rechts auf rechts, stecke sie fest und nähe sie mit einem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe zusammen. Anschließend wird die Nahtzugabe auseinandergebügelt. Wir haben jetzt beide Streifen zusammengenäht, die Nahtzugabe auseinandergebügelt und diese klappen wir jetzt links auf links aufeinander. Wir haben uns jetzt den Streifen vordere Kante einmal gesteckt. Diesen stecken wir jetzt an die vordere Kante der Strickjacke. Ich beginne mit der Mitte vom Streifen und stecke ihn auf die Mitte der Kapuze. Die offenen Kanten liegen dabei aufeinander. Die Nahtzugaben der Taschen klappe ich nach unten. Der Streifen ist nun festgesteckt. Wir nähen ihn mit der Overlock oder mit einem Dehnbandstich jetzt fest. Die überstehenden Enden der vorderen Kante schneide ich jetzt zurück. Der Streifen ist jetzt angenäht. Wir nähen jetzt die Säume. Versäubere den Saum einmal. Das machen wir am unteren Saum und an den Ärmeln. Schlage den Saum um 2 cm nach innen und stecke ihn fest. Deine Säume sind jetzt festgesteckt, nähe sie mit einem Geradstich fest. Deine Strickjacke Minna ist jetzt fertig.